Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Auf YouTube findet momentan die One Day in Life Challenge statt. Das heißt, man berichtet hier aus einem Tag in seinem Leben oder zeigt einen Tag aus seinem Leben. Und das soll der 25.07. sein. Hier auf der CNC-Steuerung sehen wir, das ist der 25.07. Und da können halt Leute wie ich und ihr einen Tag aus ihrem Leben zeigen. Und ich habe gedacht, ich nutze das als Gelegenheit, mal zu sagen, wer ich bin und was ich so mache. Und am besten gehen wir gleich einmal in mein Büro und dann kann ich euch das alles in Ruhe erzählen. So, wir sind jetzt in meinem Büro angekommen. Ich möchte jetzt mal erzählen, wer ich so bin. Ich bin Johannes Bünke, bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Fertigungstechnik Bünke, einem Maschinenbauunternehmen aus Norddeutschland. Und was machen wir? Wir stellen Maschinenbauteile her für die Industrie, sei es Automobilbereich, Luftfahrt, Eisenbahn, Landwirtschaft, chemische Industrie, überall wo metallische Bauteile verwendet werden, diese stellen wir her. Das heißt, die Kunden schicken uns die Zeichnung zu und wir sind quasi der Hersteller, Lieferant für eben genau diesen Sektor. Und warum mache ich das überhaupt? Für mich ist es schade, weil Deutschland eigentlich früher ein Industrieland war, ein Land, was die Industrie und den Fortschritt sehr geprägt hat. Und das ist meiner Meinung nach momentan, ich sag mal, verläuft das eher in eine negative Richtung, weil viele Betriebe haben in Deutschland nur noch die Denkarbeit übernommen und lagern die Fertigung aus ins Ausland, wo oft andere Kostenstrukturen sind, was Lohnpreise angeht, Umweltverordnung und so weiter, wodurch die natürlich ganz andere Preise anbieten können wie der deutsche Markt. Und ich habe es mir zum persönlichen Ziel gesetzt, die Fertigung und die Industrie wieder zurück nach Deutschland zu holen. Und ja, ich habe es halt geschafft mit einer Spezialisierung. Wir haben einen ganz speziellen Maschinenpark für eine bestimmte Produktgruppe von Bauteilen für eben diese Industrien, die ich vorhin gerade erwähnt habe, dass wir es halt dadurch schaffen, die Maschinen so automatisiert laufen zu lassen, wodurch wir dadurch eine Kostenstruktur erreichen, die sonst eher in Osteuropa oder auch im asiatischen Raum zu finden ist. Und das gleichzeitig bei einer sehr guten Lieferzeit, da wir hier lokal sind im Land, und auch bei einer hervorragenden Qualität. Das habe ich umsetzen können und bin immer noch dabei, das zu verbessern und auch mich damit zu vergrößern, um noch mehr Kunden somit helfen zu können und diese Dienstleistung erbringen zu können. Deswegen, also es war mal eine kurze Vorstellung, was ich so mache. Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus? Ich möchte das mal so beschreiben. Also ja, man kommt halt morgens auf der Arbeit an, schaltet die Maschinen alle ein, dann werden Bauteile programmiert, Angebote geschrieben, mit dem Kunden Rücksprache gehalten, dann werden die Maschinen gerüstet. Das heißt, wenn man die Programme erstellt hat, das erfolgt heutzutage alles über den Computer, also man muss da schon selber noch was machen. Aber wie gesagt, die Hauptarbeit übernimmt dann der Computer. Man muss natürlich wissen, was man da einzugeben hat. Und dann ja, geht man mit den fertigen Programmen an die Maschinen, bestellt das Material dafür, ja, guckt, ob man die Werkzeuge hat, beziehungsweise ob man da auch noch gegebenenfalls gewisse Werkzeuge bestellen muss, rüstet die. Das heißt, das Rüsten ist im Maschinenbau das Einrichten von diesen Maschinen, um diese Teile bearbeiten zu können. Und dann drückt man auf Start, überwacht den Fertigungsprozess, dann gibt es die Qualitätskontrolle, Verpackung, Verschicken, also der Versand, die Logistik, und das ist quasi der Wertschöpfungsprozess hinter meiner Tätigkeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Ich denke, es werden hier viele Leute dabei sein, die meinen Kanal noch nicht kennen. Unter anderem habe ich auf meinem Kanal, das ist der größte deutsche Weiterbildungskanal für CNC-Programmierung. Also, falls ihr mal Interesse habt, schaut einfach mal rein. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, liken. Wenn ihr Fragen habt, gerne kommentieren. Ich lese mir jeden Kommentar durch
und beantworte die. Wenn der Kommentar interessant genug ist, mache ich dazu sogar ein extra Video. Und ja, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann unbedingt abonnieren. Ich würde mich freuen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.